Eine Minute lang. So, der Schiedsrichter wird euch nun kurz das euch allen bekannte Kommando erklären. So, das Kommando wird lauten auf Plätze und den Schuss. Das Kommando. Das Kommando gilt. Auf die Plätze. Meine Damen und Herren, bitte um Beifall, der ist ganz schön voll unterwegs. Getreten auf Platz 9, der Herr Sinosic. Matthias Jaus, Matthias Salmoni, Pernitz Spieß, auch der Matthias Salmoni, Pernitz. Reinhard Friesenbichler. Gefolgt zum ersten Läufer des SV Flensburg, Sigi Ming, mit der Startnummer 59. Und auch der erste Walker nähert sich dem Ziel. Stefan 1 und Stefan 2 bitte bereit machen zum Medaillenübergeben und bringt am Ziel. Gefolgt von der Startnummer 109, Franz Schreier. Als Läufer Nummer 98, Josef Giermann. Im Ziel. Super, Josef. Und die Startnummer 88, Pili Hauwachs von Meritz in Mörbisch. Super, D. So, die Startnummer 3, Toni Heindl. Kommt ins Ziel, Start Nummer 3, Nordic Walking, Toni Heindl. Und als nächster Läufer, die Start Nummer 16,
Obergutenberger. Gents, Herr Obergutenberger, super. Und die nächste Nummer ist die Nummer 54. Stefan Reuscher vom B-Team Pötting. Super, Stefan. Und die Damen mit der Nummer 66. Der hat die Schiffer gefolgt von der Nummer 32. Der Friede Hirmann und die Nummer 31. Der Friede Leitke. Super, Mädels. Nächster Läufer, Georg Bieber mit der Startnummer 79. Vom HSV Laufsport Kaiser Steinburg. Christian Brünner vom Dritten Pötting, ein alter Laufkollege mit dem Namen schon vor 10 Jahren gelöscht. Und die nächste Dame auf dem Spiel mit der Startnummer 1, Magistra Kutschneberger vom Laufgehen Brünner Meisterschaft. Super! Und die Startnummer 108, verkleidet, aber man kennt sie doch. Die Hilfe und die Startnummer 68. Die von Mörbisch, gefolgt von der Nummer 55, Gustav Lückinger aus Pötting, die Nummer 95, Jürgen Iron. Dann kommt die Nummer 93, Kopsch, die Nummer 104 und die Nummer 103. Dr. Michael Lenzer mit der Startnummer 7 auch von Lappenbürger Neisenstadt. Herr Lieder, deine Nummer bitte. Deine Nummer. Startnummer 15, Herr Lieder, Amtmann, HSV Laufsport, Kaiser Steinberg. Gefolgt von der Startnummer 53. Der Riesenwärter. Und dann kommt 91, Gerald Huber. Super, Gerald. Bravo. Und das Sommerschedule hat die Startnummer 27 gewonnen. Gefolgt von der Startnummer 2. Wir sind hier heute in die Grenzdorf bei der SV Grenzdorf Leichtathletik. Bei mir steht der Achim Jäger, Veranstalter. Die Frage, wie oft mal haben Sie schon gemacht? Also ich bin nicht der Veranstalter, sondern ich bin der Organisationschef. Der Veranstalter ist in Wirklichkeit der SV Grenzdorf Leichtathletik. Die Veranstaltung machen wir jetzt zum 8. Mal und in meiner Regie oder unter meiner Regie zum letzten Mal. Ich werde heute die Agenden abgeben an die Jüngeren, die möglicherweise neue oder andere Ideen haben. Wie viele Teilnehmer waren heute dabei? Heute haben wir 112 Teilnehmer gehabt, 95 sind ins Ziel gekommen. Die anderen verletzt oder aufgegeben? Aufgrund der Hitze haben natürlich einige aufgegeben, haben ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit ihrem Kreislauf, aber ich kann jetzt sagen, nachdem ich mit dem Doktor gesprochen habe, keine gröberen Dinge. Wissen wir schon, wer ist Sieger? Natürlich wissen wir, wer Sieger ist, aber bei den Herren weiß ich es ganz bestimmt, bei den Damen weiß ich es auch. Aber ich denke, da warten wir auf die Siegerehrung. Der Herr Predl vom ersten österreichischen Ultralaufteam hat bei den Herren gewonnen und die Magistra Ruth Schneeberger vom Laufteam Burgenland-Eisenstadt hat bei den Damen gewonnen. Bei den Herren, also es gibt auch eine Grenzdorf-Wertung, hat gewonnen der Wolfgang Stehle vom SV Grenzdorf und eine gewisse Jugendliche ist bei den Damen, bei den Grenzdorfer Damen Alleinstarterin gewesen und ist auch ins Ziel gekommen, das ist die Julia Krenn. Dann hätte ich gesagt, ich wünsche noch viel Glück bei den weiteren Veranstaltungen. Aber? Und viel Spaß heute noch. Ja, jetzt hat natürlich kommt gleich die Siegerehrung, da freue ich mich auch schon drauf und ja, das war es dann eigentlich für mich persönlich. Ich werde wahrscheinlich mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge scheiden. Das Weinende ist das, dass man das irgendwann wahrscheinlich abgeben wird. Und das Lachende ist einfach, dass ich auch mal zuschauen kann und nicht hier der Organisationschef bin und alle Fäden zusammenhalten muss. Ich muss doch wirklich sagen,
ist natürlich, die Vorbereitung beginnt im Januar und heute ist der Höhepunkt, morgen ist abbauen, wegräumen und ja, es ist halt doch viel, viel Arbeit, auch in der Freizeit. Dankeschön. Danke für das Gespräch. Dankeschön. Una storia d'amore come tante altre, con capricci suoi e vizi miei. Io che andavo a caffè a giocare le carte, lei che andava al cinema senza di me. Finché un giorno io mi stancai, gettai le carte e me ne andai cantando così. Ciao amici, ciao, vediamoci domani. Ciao amici, ciao, senza rancor. Vado dal mio amore che sicuro mi aspetta, dalla mia bella che mi aspetta con amore. Le serate con lei, sempre le stesse, stare a litigare senza un perché. Io tentavo ancora di avvicinarla, lei si allontanava sempre di più. Finché un giorno io mi stancai, chiusi la porta e me ne andai cantando così. Ciao amore, ciao, vediamoci domani. Ciao amore, ciao, senza rancor. Vado dagli amici che sicuro mi aspettano, perché stasera tu da sola dormirai. Ciao amici, ciao, vediamoci domani. Ciao amici, ciao, senza rancor. Vado dal mio amore che sicuro mi aspetta, dalla mia bella che mi aspetta con amore. Spesse volte mi chiedo se è fantasia, ma tu sei qui davanti a me, mi tocchi tu, ti sento mia, stringimi a te, fammi dormire. Questo amore non è fantasia, ormai sei mia. Si son geloso di te se c'è lui, mi fa impazzire. Il sole è me, se ci sei tu, pioggia su me.
Thank you.